geworden ist. Jetzt ist er wieder auf der Schanze und wir freuen uns einfach, dass er wieder Teil dieser Szene ist, dass er wieder Skispringen kann, dass er sich traut, darunter zu gehen. Erinnerungen gibt es für ihn nichts mehr an diesen Horrorsturz. Ist vielleicht auch besser, war da von einer Windböe erwischt worden und komplett auf den Hang geknallt. 129,5 für Daniel Andre Tande, den 27-Jährigen. Im Hinterkopf ist sowas natürlich immer dabei. Sehr breites Foul bei ihm. Wird sich mit dieser Weite 129,5 natürlich auch für